Ich bin Christian Kemper, einer der Geschäftsführer der Emsland-Stärke GmbH und informiere über die Investitionen, die wir getätigt haben in die Walzentrocknungsautoklavanlage. Wir nennen diese Waltraut. In dieser Anlage produzieren wir Fliesenkleber, Stärkeäther, Tapetenkleister, aber auch Produkte für die Umweltanwendung. Warum haben wir dieses große Investment gemacht? Immerhin mehr als 30 Millionen Euro Investment. Wir haben gesehen, dass am Markt die Nachfrage nach diesen Stärkeäthern immer stärker gestiegen ist und das weltweit und wir mit unserer bisherigen Anlage dem Wachstum nicht mehr Schritt halten können. Gleichzeitig haben wir jetzt eine modernere Anlage, mit der wir noch individueller auf Kundenwünsche, was Spezifikationen anbelangt, reagieren können. Und von daher glauben wir, dass wir dem Wachstum in diesem Bereich mit dieser Investition sehr gut Rechnung tragen. Im Prozess Waltraut verarbeiten wir das Naturprodukt Kartoffelstärke zu Spezialprodukten. Das erreichen wir durch Anpassungen der chemischen und physikalischen Eigenschaften der Stärke und können diese dann am Markt zielführend in technischen Anwendungen antizipieren und unterbringen. Die Reaktionen der Stärke finden im wässrigen Milieu statt, in Autoklaven. Anschließend erfolgt eine Kontakttrocknung in Form einer Walzentrocknung, um das Wasser dem nassen Produkt zu entziehen. Die hierfür notwendige Trocknungsenergie beziehen wir in Form von Dampf von unserem benachbarten Altholz als auch Strohkraftwerken. Und wir können hier von einer CO2-Neutralität sprechen. Für die Erreichung unserer Ziele konnten wir auf eine Vielzahl lokaler Partner und Lieferanten zurückgreifen. Das heißt, wir haben nicht nur hier in den Standort langfristig für die Belegschaft als auch Landwirte investiert, sondern konnten auch ein Drittel, also ca. 10 Millionen Euro, bei lokalen Partnern hier vor Ort platzieren. In unserer Forschung und Entwicklung können wir in dem Technikumsautoklav, unserer sogenannten Mini-Waltraut, gemeinsam mit dem Kunden Produkte herstellen, die dann in der Anwendung auch getestet werden. Sobald dann die gewünschten Eigenschaften erreicht sind, können diese großtechnisch auf der Waltraut produziert werden. Wir arbeiten gerne mit unseren Kunden zusammen bei der Entwicklung und der Innovation neuer Produkte für die Waltraut. Und dank der neuen Investitionen sind wir auch in der Lage, ein viel breiteres Spektrum von der Innovationsabteilung direkt auf die Produktionsanlagen zu übertragen.